Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal ist wieder richtig viel Shit passiert. Wir wollten die Feinde mit einem Hinterhalt angreifen, aber die Feinde haben uns in den Hinterhalt gestellt und haben währenddessen Land angegriffen und wir sind fast zu spät gekommen und beinahe wären alle vernichtet worden. Aber wir hatten Glück. Die Armee von Strata ist rechtzeitig eingetroffen, um uns zu helfen. Angeführt vom Leutnant Hubert, ne? Der Hubert, der nun zur Oswald Family gehört, ist gekommen, um Lan zu retten und möchte nun ein Gespräch mit dem Lord von Lan, mit Aspel führen, im Arbeitszimmer. Hubert war auch nicht wirklich begeistert von Aspel, meidet ihn eher, geht nicht auf seine Fragen ein und alles drumherum, also... Na, Aspel, du hast dir nicht viele Freunde gemacht, hier als Erwachsener. Sowohl Cheria hast dich irgendwie... Du bist halt einfach wütend auf dich und traurig. Und Hubert, ja, der scheint auch sehr angepisst zu sein. Liegt vielleicht daran, dass Aspel der Nachfolger ist von der Lan-Familie und nicht Hubert. Und Hubert, ja, schon fast weggegeben wurde und adoptiert wurde. Ich weiß es nicht. Hoffentlich finden wir etwas mehr heraus hier im Arbeitszimmer. War das schon immer alles so blau? There is an important matter that I neglected to tell the townspeople. As part of the bilateral alliance between our nations, the Straten military will be permanently stationed in Lant. I have been appointed military governor and will handle all affairs of state from this point forward. What are you talking about? I wasn't informed of this. It was a term negotiated directly between the governments of Strata and Windor. Let me ask you something. What exactly do you hope to accomplish here? As of now, you're completely dependent upon my military. No lord can rule under such conditions. But... Der will uns wirklich Land abnehmen. Der will wirklich hier der einzige Führer und Herrscher werden. Der will wirklich Aspels Position. Der hat doch Komplexe, nur weil der weggegeben wurde, jetzt will er sich rächen. Hubert, also, das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Sind doch Brüder. What Lant needs now is power. Strength. This is something I possess. Na gut, da kann ich ihm nicht widersprechen, da hat er recht. As a commander in Strata's military, I can bring peace and stability to this land. I've spent the last 7 years studying and training. I've sacrificed everything to achieve what I've become. Ey, das hört sich jetzt so an, als hätten wir nichts getan. Na, wir haben auch trainiert, Hubert. Reiß mal deine Fresse nicht so weit auf. I'm not you. I didn't forget my home and my people so I could go gallivanting around the countryside. Boah, Hubert, ey, du riskierst hier eine ganz schön dicke Lippe. You don't know what I went through. You have no idea what it's like to train at the Knight Academy. Then perhaps you'd care to show me what you've learned. Okay, jetzt hat er uns provoziert. Jetzt komm her, du. Here is my proposal. If I defeat you in combat, you will leave Lant immediately. If I lose, I will recognize you as the rightful lord. Are you nuts? I'll never agree to that. Then run. Run like you always do. It will prove the last 7 years were about nothing more than your own pride. Ach, du kennst dich doch gar nicht aus, Hubert, warum wir das getan haben. Let's see if my training was just one big ego trip. I'm glad you've accepted my proposal. Aber Hubert würde dieses Angebot nicht machen. Hubert ist ein schlauer Dude. Glaubt, er haut richtig rein. But I warn you. I'm not the boy you knew 7 years ago. Hubert! Komm her, Hubert! Oh. Ha! Tigerblade! Oh boy! Kassier! Oh. Aua! Hubert. Den kann ich nicht scannen, okay. Warum das wohl? Oh. Na, was willst du? Aua, aua, der macht Kombos. Hör auf! Ich hab Angst. Ich brauch Heilung. Oh, oh Gott. Oh, aua. Der macht Aua. Der macht Aua. Ich will nicht. Oh Gott, ich muss dodgen. Ich bin tot. Ich will nicht. Ich will doch noch nicht sterben. Ich bin zu jung dafür. Oh, oh, oh nein.
Hubert meint's ernst, er will uns töten. Elefante, ja klar, natürlich. Hör doch auf. Hubert! Hör doch auf! Oh, der ist so geil auf uns. Der will uns hardcore ficken. Oh, ich hab Angst. Er hat mich. Er hat mich an den Eiern. Kann mich nicht teilen. Dann muss ich halt kämpfen. Ja. Hubert, you've grown strong. I told you, I'm not the boy you knew. As per our agreement, you will leave Lant. Now. Hubert, what is this? Asbel left the Knight Academy to take your father's place as the next lord. I finally get both my sons back, and now they're at each other's throats? Last I checked, you have only one son. What are you saying? I am an Oswell. Hubert, your father was only thinking of you when... Enough. The two of you abandoned me, and that's the truth of it. No, please don't. Don't worry, Lady Carey. I will not force you to leave as well. Hey! Asbel. You can't come with me, Sophie. Not this time. Go find Sharia. She'll take care of you. Hey! Quit blubbering and go! Asbel, Hubert, how did this happen? It's going to rain soon. Let's get inside. I'm not weak like I used to be, Grandpa. You don't have to worry. I always worry about you, no matter how healthy you are. Everyone changed. It's all different now. Such is life. You just keep changing with it until you find the right path. When times are trying, you mustn't fear to face them. Grandpa. Oh, young masters, why did it come to this? Ja, wie konnte es denn jetzt bitte dazu kommen? Da hat uns Hubert tatsächlich aus unserer eigenen Heimat verbannt. Gut, er hat uns das Angebot gemacht, wir haben angenommen, aber er wollte uns wirklich rausschmeißen. Auch gegenüber seiner leiblichen Mutter, im Satz, ich weiß nur, dass du oder dass ihr nur einen Sohn habt, hat er eigentlich seine komplette Vergangenheit geleugnet. Aber er hat sie genutzt, um sich bei den Bürgern einzuschleimen, ne? Als, oh, ich war ehemaliger Land, meine Heimat ist mir so wichtig und oh, ich werde euch alle beschützen. Aber mein Bruder, verpiss dich aus meinem Land und zu seiner ehemaligen Mutter. Ach, wir sind keine Familie, ne? Daher lässt er jetzt den Dicken raushängen, also Hubert... Ultra viele Minuspunkte. Genau wie... Ja, gut, Sharia geht mittlerweile wieder. Hat sich ein bisschen gefangen, aber... Hubert hat jetzt wirklich den Ultra-Astrak rausgehängt. Unglaublich. Das Problem ist auch, der war stärker als wir. Der hat wirklich reingehauen. Konnten einfach nichts tun. Vielleicht war ich auch einfach nicht stark genug. Vielleicht war Aspel nicht stark genug.
Hat er wirklich die letzten 7 Jahre nur verschwendet? Ist er wirklich vor seiner Verantwortung geflohen? Wäre wirklich alles besser gewesen, wenn er damals nicht gegangen wäre? Wir wissen es nicht und wir werden es wohl nie herausfinden. Tatsache ist, wir haben jetzt irgendwie doch alles verloren, was uns wichtig ist. Alles außer eine Person. Eine Person steht immer noch zu uns. Und das ist Sophie. Und die sammelt gerade richtig viele Pluspunkte. Die unterstützt uns, egal was passiert. Das ist wahre Freundschaft. Nicht wie das vom Hubert. Der eigene leibliche Bruder hat uns rausgeworfen. Unglaublich, was hier geschieht. Sophie, I'm okay. Really, you should go back. I will protect you. That brings me back. You know, this is the place where someone first said that to me. I was so irritated a girl wanted to protect me. I said that I would protect her instead, but I didn't. And now, nothing has changed. I'm completely helpless. I'm a failure. I didn't save anyone then, and I can't save them now. Sorry about earlier. That was kind of embarrassing. Do you really want to stay with me, Sophie? Okay. Then I swear to protect you. And this time, I won't fail. I feel kinda dizzy. Your head feels hot. Damn it. Not now. Asbel. Water. I'll go get some water. Wait here. This hut looks a little suspicious. Shall we look inside? No. Sophie? Hey, that's the girl that was with him. You can't go in there. Keep your hands off her! The girl is meaningless. We've come for you, Asbel Lont. Who are you people? Stop. Stand aside, or we'll make this hard for you. I will protect him. Sophie, no! Who are these guys? What do they want? Asbel, are you hurt? I'll make it. But we need to get out of here. Let's head for the port.
Puh, das war eine sehr ergreifende Szene hier im Regen. Definitiv eine der besten Szenen. Aber keine Angst, es kommen noch sehr viele weitere Szenen, die mindestens genauso viel Gänsehaut hervorrufen werden. Also keine Angst. Es geht spannend, spannend, spannend weiter hier. Aber ja, wir können so lange zurückschauen, wie wir wollen in die Vergangenheit. Das bringt uns nicht weiter, wir müssen Richtung Zukunft schauen. Und was eignet sich da besser als ein Hafen, von dem man aufbrechen kann? Schauen wir mal, was uns so in Verona erwarten wird. Und noch wichtiger ist eigentlich, wer waren eigentlich die Dudes von gerade eben? Was wollen die von uns? Ich meine, hä? Was haben wir denen getan? Ganz komisch. Oh, Glück. Was ist denn hier los? Hier ist alles ganz, ganz düster. Seht mal, ganz egal wie lange ihr mich anstarrt, ich werde trotzdem nicht darüber reden können. What the fuck? Hey, was geht hier vor? Kommen die ganzen Leute auf einmal her? Ist nicht. Ich wollte eigentlich nur noch Verona. Das Seegras aus dem Grailsee ist in Verona eine Delikatesse. Die Leute können hier gar nicht genug davon kriegen. Ich habe noch etwas übrig, wenn ihr welches kosten wollt. Okay, cool, danke, aber es bringt mich hier eigentlich nicht weiter. Was geht hier ab? Wisst ihr vielleicht mehr? Wir sind seit 7 Jahren verheiratet und dieser faule, nichtsnutzige Ehemann schläft immer noch ununterbrochen. Okay, ihr habt anscheinend eure eigenen Probleme. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Turtles Trans... Oh, wollte eigentlich zum Turtles. Asbel, are you all right? I'll be fine. But look how crowded it is. The ferry must be late or something. Everyone, remain calm. The capital port is still open, and the ferries are running on schedule. Did something happen in Verona? Asbel, look. Oh shit, nicht die schon wieder. Was wollen die? These guys just don't quit. Come on, Sophie. We'll take the ferry to Verona. If people are after me, that puts Sophie in danger. Ja, apropos Sophie in danger, die sieht gerade irgendwie nicht gesund aus. I can't bear to see anyone else suffer because of me. Hmm. Maybe Richard could help. He'd protect Sophie. I'm sure of it. Okay, auf einmal geht's ihr wieder gut. Is your head still hot? I think I'm fine. Thanks. Listen, when we reach land, we need to find Richard. Richard? Yeah, he's an old friend of me and Sophie. The other Sophie. Friend. Na, hoffen wir mal, dass wir Richard überhaupt erreichen können. Ich meine, muss ja nicht unbedingt gewährleistet sein. Wir können nur auf ein Wunder hoffen. Ja, aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich den heutigen Part von Tales of Graces F. Es bleibt spannend. Wie wird es hier weitergehen? Habe selbst gerade keine Ahnung mehr, weil es schon so verdammt lange her ist. Aber ich weiß, es wird weiterhin heftig bleiben. So viel steht fest. Ich hoffe, ihr seid immer noch interessiert an Tales of Graces F. Wenn ja, dann freue ich mich darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dann und ciao.